Die Krähe mit den Pfauenfedern. Es wird erzählt, dass die Krähen früher weiße Federn hatten und nicht die, die wir heute an ihnen sehen. Das kam so. In einem Wald lebte ein Schwarm von Hunderten von Krähen. In demselben Wald lebten aber auch eine Gesellschaft von Pfauen, deren Anzahl ebenfalls groß war. Die beiden Gruppen lebten in Frieden und Ruhe, denn wilde Tiere, die ihr Leben bedrohten, gab es nicht. Jeden Morgen nach dem Schlaf reihten sie sich auf und tanzten mit den ihnen jeweils eigenen Bewegungen. Dazu sangen sie nach ebenfalls eigenen Melodien, auch zur Zeit, wenn das Getreide reifte. Weil sie aber häufig zur selben Zeit und einem Ort tanzten und sangen, kam es, dass dieses Ereignis zu einer nicht beabsichtigten Vorstellung wurde, und die einen betrachteten ihren Tanz und ihre Bewegungen als gelungener als die der anderen. Einmal jedoch kam einem Krähenjungen namens Chintraka der Einfall, wie er ohne Wissen seiner eigenen Gruppe der Pfauen beitreten konnte. Seine alten Kleider zog er aus und vertauschte sie mit Pfauenkleidern, obwohl die Ausgabe für diesen Wechsel sehr hoch war. Nachdem er sich so geschmückt hatte, studierte er mit Eifer Bewegung und Tanz der Pfauen und begann ihre Bekanntschaft zu suchen, um von ihnen aufgefordert werden, doch ihr Freund zu sein. Sein Ziel war es, sich dadurch leichter seiner neuen Gemeinschaft anpassen zu können. Aber was geschah? Die Pfauen wollten ihn nicht aufnehmen, denn zwischen beiden Gruppen war es als eine Folge der Tanzvorführung zum Streit gekommen. Ja, die einen betrachteten die anderen sogar als ihre Gegner oder Konkurrenten. Dies war der Grund, dass sie es nicht wagten, ein Mitglied des Krähenschwarms bei sich aufzunehmen. Und obwohl Chintrarak bereit war, ein ganz einfacher Diener zu werden, lehnten die Pfauen bestimmt ab. Dies verwirrte die Krähe sehr, denn fest entschlossen, der anderen Gruppe beizutreten, die nach ihrer Ansicht mehr Erfahrung und eine höhere Bildung besaß, hatten sie in der Tanzkunst große Berühmtheit erlangt und war in ihrem Schwarm sehr gefragt. Aber was soll man sagen, die denen sich beigestellt wollten, waren nicht gewillt, sie aufzunehmen. Und schließlich kehrte die Krähe recht verlegen zu ihrer alten Familie zurück. Was aber geschah? Die Krähenfamilie sah Chintrakas sonderbare Kleidung. Sein Aussehen war anders als das der übrigen und lustig anzusehen. Zudem waren sein Auftreten und seine Bewegung nicht mehr die seines Volkes. Wenn er gehen wollte, konnte er es nicht, sondern er hüpfte nur. Seine beiden Füße hob und senkte er zur selben Zeit. Ursprünglich war es sein Ziel gewesen, den Tanz der Pfauen nachzuahmen, aber es hatte sich gezeigt, dass er es doch nicht so konnte wie die, die er nachahmte. Und obwohl er nun wieder wie sein Volk gehen wollte, konnte er es auch nicht mehr, weil er die Bewegung der Pfauen zu sehr geübt hatte. Immer mehr verspotteten die Krähen seine Kleider, die so dünn und voller Zierart waren. Hatten sie die Kleider von Fürsten und Vornehmen, die noch keine Grobarbeit getan hätten. Und wenn er so gekleidet sei, bedeutet dies, dass er die eigene Kultur nicht schätze. Dies heiße, das eigene Volk zu schmähen. Außerdem zeige es Hochmut und daher wolle der Krähenschwarm eines seiner Mitglieder, das ihm untreu geworden sei, nicht mehr aufnehmen. So viel Chintraka auch bat und versprach, alle ihm aufgetragenen Befehle zu befolgen, blieb der Krähenschwarm dennoch fest bei seiner ursprünglichen Meinung. Damit schwebte die Krähe mit den Pfauenfedern zwischen Himmel und Erde. Nicht eine Gruppe war bereit, sie als ihr Mitglied aufzunehmen. Und so entschloss sie sich, gezwungenermaßen allein zu leben. Nachdem einige Tage vergangen waren, zeigte sich, dass andere junge Krähen diesem Beispiel folgten. Weil sie jeden Tag von der ganzen Gruppe verspottet worden waren, hatten sie beschlossen, die Kleider, die sie trugen, auszuziehen und zu wechseln. Und damit ihre Feinde sie vergessen und sich nicht mehr an das Aussehen ihrer jungen Mitglieder erinnerten, kamen sie ebenfalls überein, die Farbe ihrer Kleidung zu ändern. Sofort suchten sie einen Menschen, dessen Tätigkeit das Färben von Kleiderstücken war.
Und als sie auf einen Behälter stießen, der voller Farbe war, färbten sich die jungen Krähen selbst eine nach der anderen. Manchmal tauchten sogar zwei oder drei gemeinsam in den Behälter und färbten sich, bis ihre Federn tief schwarz waren. Ausgenommen die Mitte und das Ende, die weiß blieben. Und dies Verfahren hatte großen Erfolg, denn nun empfingen sie von den alten Krähen kein Spott und Hohn mehr. Schließlich waren die alten Krähen ausgestorben. Zurück blieben die Jungkrähen, die die Geschichte ihres Geschlechts bis heute fortgesetzt haben. Sie alle haben schwarze Federn, so wie ihre Vorfahren, die damals in den Farbtopf getaucht waren. Und so ist es bis zum jetzigen Augenblick.